Leute, schön, dass ihr am Start seid. Heute soll es darum gehen, Licht anzumachen. In unserem Fall in einer Laterne. Wie immer bei Photoshop gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und es gibt Möglichkeiten, die dauern ewig, sehen aber super realistisch aus. Es gibt die Möglichkeiten, das selbst anzufertigen. Man kann sich sogenannte Flares aus dem Internet laden, die einfügen. Man kann mit verschiedenen Modis arbeiten in den Ebenen. Wir machen das so, weil wir glauben, das ist das Schnellste und das Einfachste. Das heißt nicht, dass es das Beste ist, aber wir machen die Videos, weil wir gefragt werden, hey Friday, wie macht ihr das? Und das wollen wir gerne zeigen. Also das ist vielleicht nicht die beste Methode. Für uns ist es die beste Methode, weil wir nichts dazu kaufen müssen, sondern das, was Photoshop hergibt, reicht völlig aus, um realistisch Licht zu erstellen. Was wir genau meinen, zeigen wir euch mal auf dem Monitor. Los geht's. Hier haben wir ein Foto in der Dämmerung mit Laternen. Die Laternen sind noch nicht an und so soll das nachher aussehen. Jetzt sehen wir, die strahlen so ein bisschen schön, die sind ganz dezent an. Das ist auch gar nicht so schwer, das so herzustellen. Dafür brauchen wir gleich drei Ebenen, hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Ich mache das Bild mal weg und wir starten mal ganz von vorne. Wir fangen an, indem wir eine neue Ebene erstellen. Das machen wir, indem wir hier unten auf dieses Plus-Symbol klicken und haben eine neue Ebene. Die klicken wir einmal doppelt an und was wir jetzt empfehlen, damit der Effekt noch ein bisschen softer wird, ist, dass wir diesen Haken hier deaktivieren, Transparenz formt Ebene. Da könnte man jetzt mal ein Video drüber machen, was da technisch genau passiert, aber da das hier hauptsächlich für Beginner ist, klickt es einfach, vertraut mir da, klickt es weg und dann kriegen wir ganz einfach was ganz Schönes hin. Was wir jetzt machen ist, wir suchen uns einen Pinsel mit der Vordergrundfarbe Weiß und wichtig ist, dass wir die Deckkraft bei 100% haben und den Fluss haben wir nur bei 8%. Müssen wir ein bisschen rumspielen, es kann auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein. Wir machen das Bild mal ein bisschen größer und wir machen jetzt den Pinsel mal ein wenig kleiner. Und malen jetzt mal ganz soft hier ein bisschen Licht rein. In alle. So, wischi, 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 wischi. Jetzt verkleinern wir den Pinsel nochmal. Ich mache das immer mit Ctrl und Alt. Und dann mit gedrückter Maustaste kann ich dann, wenn ich die Maustaste verschiebe, den Pinsel vergrößern oder verkleinern, wenn ich nach links oder nach rechts schiebe. Oder aber ich kann die Härte verändern, indem ich nach oben oder unten schiebe. Also für den, der es noch nicht weiß, hilft das vielleicht. Ich mache mir den jetzt nochmal deutlich kleiner und male mir hier nochmal einen helleren Punkt rein. Das kann jetzt schon so ein bisschen doller sein. Das muss nicht so super doll sein, aber hier soll schon mal einer reinkommen, der so ein bisschen mehr knallt. Was wir beobachten oder was wir beachten müssen ist, das ist für einen späteren Schritt wichtig, diese Streben von dieser Laterne, die sind zwar hier auf der ganzen Fläche zu sehen, hier aber nicht, denn die Strebe geht ja von hier bis dort oben. Ich sehe sie aber nur bis dahin. Also das nochmal nur kurz im Hinterkopf behalten. Erste Ebene fertig, zweite Ebene. Ich klicke wieder auf das Plus-Symbol, ich mache eine zweite Ebene auf, ich behalte alle Pinseleinstellungen so, wie sie waren, mache meinen Pinsel ein bisschen größer und male so ein bisschen um diesen Punkt in der Mitte herum. Einfach mal einmal so drumherum malen. Das muss nicht so ganz kreisförmig sein, wie ich jetzt hier mache, aber ein bisschen mehr drumherum malen. Das ist das Licht, was so ein bisschen wegstrahlt davon. Und ich mache eine dritte Ebene auf. Ich mache nochmal Klick und mache den Pinsel jetzt noch größer. Und habe jetzt, wenn ich den Pinsel hier drauf habe, klicke ich so zwei, dreimal drauf. Und dann seht ihr, dass das schon mal so ein bisschen mehr noch strahlt. Das wirkt jetzt alles ein bisschen sehr weich, das macht aber nichts. Da kommen ja gleich noch zwei, drei Sachen dazu und dann wird es wieder realistischer. Jetzt ist dieser Schein aber über allem und auch über diesen Streben und das ist hier unrealistisch. Ein bisschen realistischer bekommen wir es hin, wenn wir jetzt die mittlere Ebene, also in dem Fall hier die Ebene 2, aktivieren und uns ein Radierwerkzeug auswählen. Und hier ist es so, dass wir die Deckkraft auch wieder bei 100 lassen und den Fluss haben wir bei 12%. Die Größe wähle ich mir ungefähr so breit, wie diese Streben hier sind. Und was wir eben gesagt haben, in dem Originalbild
Wenn wir das Originalbild nochmal sehen wollen übrigens, kann ich hier auf dieses Auge klicken und halte dabei die Alt-Taste gedrückt. Das mache ich mal. Das ist immer dieses schöne Vorher-Nachher. Und jetzt seht ihr, die Strebe kann ich nur sehen von dort bis dort. Und hier von dort bis dort. Aber ich weiß, die geht von hier bis ganz nach oben. Aber hier kann ich sie nicht mehr sehen. Ich aktiviere hier meine Ebenen wieder. Ich habe jetzt zum Bearbeiten die mittlere Ebene aktiviert und habe das Radiergummi-Werkzeug ausgewählt und klicke jetzt hier einmal, dass ich radiere, halte die Steuerungstaste gedrückt, gehe hier runter und er zieht mir da einen kleinen Strich. Ich mache das nochmal, damit man sieht, dass es dann deutlicher wird. Ich habe jetzt ein bisschen die Strebe wiedergeholt. Das kann ich hier auch nochmal machen. Einmal klicken, Steuerungstaste festhalten und ziehe hier rüber. Das mache ich hier auch, aber nicht bis ganz oben, sondern nur von hier an. Dahin klicken, dahin klicken, dahin klicken. Da hat man eben ziemlich viel gesehen, was da passiert ist. Dahin klicken, dahin klicken. Wenn dann was zu wenig ist, kann man das natürlich wiederholen. Dann verstärkt sich dieser Effekt. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig sein und das gar nicht zu doll machen. Hier oben machen wir es auch nochmal. Von da nach da nach da. Es kann sein, dass man jetzt, wenn man das an diesem Video hier sieht, dass man sagt, ich sehe da jetzt gar nichts. Man darf es aber nicht zu doll machen, dann fällt das zu sehr auf. Jetzt haben wir die Streben aber schon so ein bisschen rüber zurückgeholt. Was wir jetzt nochmal machen, wir arbeiten mit LUTs. Da gehe ich auf Korrekturen und dieses Feld hier gibt mir diverse LUTs. Es kann jetzt sein, dass so viele wie ich hier habe, bei euch nicht da sind, aber die, die wir benutzen, sind auf jeden Fall bei Photoshop vorgeladen. Der erste, den wir benutzen, heißt Crisp Warm. Das heißt, wir klicken hier einmal auf 3D LUT laden und gehen mal runter auf Crisp Warm. Da ist er. Den klicken wir einfach einmal und lassen ihn in der Einstellung auch ruhig bei 100%. Und ihr seht, das hat schon einen gewissen Effekt hier in dem Ganzen. Also da kommt nochmal auch in der Lampenfarbe drin noch so ein kleiner Push. Das strahlt nochmal so schön raus. Und wir setzen da noch einen drüber, damit wir noch ein bisschen mehr in die Dämmerung gehen können. Und wir gehen nochmal auf Korrekturen, nochmal auf dieses Symbol und klicken es einmal an. Und den zweiten, den wir suchen, das ist der Foggy Night. Foggy Night. So, jetzt muss man das Alphabet beherrschen, da ist er. Foggy Night, einmal angeklickt, ist jetzt natürlich viel zu doll, aber da arbeiten wir jetzt mit der Deckkraft und gehen mal so auf, ich glaube 20 irgendwie ist realistisch. Ah, jetzt sind wir bei 30, ist auch gar nicht so schlecht. 25 vielleicht auch. Also ich finde, das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Ich mache das ganze Bild mal ein bisschen kleiner und nochmal mit gedrückter Alt-Taste auf der Hintergrundebene kann ich alle anderen Ebenen einmal ausblenden. Dann habe ich noch mehr den Vorher-Nachher-Effekt. Ich mache das mal. Das ist es vorher, das ist es hinterher. Vorher, nachher. So, jetzt kann man mal sehen, ob man diese inneren Lichter vielleicht ein bisschen weniger macht oder ob man diese Streben noch ein bisschen rausholt. Wie das geht, habe ich euch gezeigt. Aber grundsätzlich war das jetzt ziemlich einfach, realistisch Licht in so eine Laterne zu bringen, finde ich, oder? Und wir brauchen nichts anderes dazu. Wir können alle Werkzeuge nutzen, die Photoshop uns zur Verfügung stellt. Ja, das war's. Fragen in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.